da es niemand unter uns gibt, der nicht von irgendeinem Leiden schon betroffen worden wäre, einem körperlichen, einem seelischen oder auch im Schoße der Materie von einem stofflichen, ist für uns das Leiden als Problem zu einer entscheidenden Situation geworden. Wenn wir leiden, ist es unser erster Gedanke, wie wir das Leiden loswerden. Und wir haben dazu uns verschiedene Spezialisten geschaffen, Ärzte in Bezug auf unseren Körper, in rechtlichen Fragen, Rechtsanwälte, in seelischen Fragen, Psychologen oder Theologen. Und wir versuchen nun so schnell wie möglich, dieses Leiden zu beseitigen. Aber darin liegt eben der große Irrtum. Wir können von einem Leiden nicht loskommen, wenn wir nicht die Wurzel des Leidens erkennen. Und die Wurzel des Leidens lässt sich nicht auf logischer Weise im Bereich unseres kausalen Denkens finden, sondern eben nur auf metaphysischer oder wir könnten auch sagen auf philosophische Weise. Wir müssten irgendwie zurückgehen dorthin, wo das Leiden entstanden ist. Und wenn wir auch geneigt sind, bei dem Auftreten eines Leidens zuerst einmal anderen Menschen oder der Umwelt oder der Natur um uns herum Schuld zu geben, dass sie eigentlich die Ursache des Leidens ist, vielleicht eine Ansteckung, eine Grippe, die umgeht, so würden wir, wenn wir in die Wurzelbereiche unseres eigenen Wesens eindringen würden, erkennen, dass es ausschließlich unsere eigene Schuld oder unsere eigene Verursachung ist, dass wir dieses Leiden haben. Das will uns natürlich anfangs nicht einleuchten, aber das soll ja eben heute unser Thema sein. Und ich will Ihnen versuchen, von verschiedenen Seiten her dieses zu beleuchten, damit Sie zu jener sehr alten Erkenntnis und Erfahrung gelangen, die ja schon die Hellenen, die alten Griechen hatten und die alten Kulturen, dass das Wichtigste immer die Selbsterkenntnis ist. Wir haben, wenn wir von einem Leiden sprechen, zumeist den Eindruck, als ob das, was die Natur ist oder die Schöpfung ist, nicht vollkommen ist. Aber das ist an sich ein vollständiger Irrtum. Das ist derselbe Irrtum, wie wenn wir sagen, die Welt als solche ist nicht vollkommen. Aber die Welt ist ja letzten Endes nur ein Spiegel des Zustandes der Menschen, die sich in dieser Welt befinden. Wenn wir also unseren heutigen Weltzustand betrachten, so spiegelt er ganz exakt den Zustand der Menschen, die in dieser Welt sind, wozu auch ich gehöre und Sie gehören. Es ist also Ihr Zustand mit in dieser Welt drinnen und Ihre Nöte und Ihre Schwierigkeiten und Ihr falsches Denken, natürlich.
natürlich auch ihr richtiges Denken, auch ihr richtiges Handeln. Alles das ist darin enthalten und zeigt sich wunderbar in dem Spiegel und in den Ereignissen dieser Zeit in unserer Welt. Das ist eine Hypothese, die ich jetzt einmal zuerst aufstelle, und ich versuche Ihnen im Laufe dieses Vortrags diese Hypothese zu beweisen. Ich versuche Ihnen zu zeigen, dass niemand schuld ist an irgendwelchen Übelständen, in denen Sie sich befinden, als wie Sie selbst. Und dass Sie sogar den Menschen, der Ihnen etwas an Leidvollem bringt, dankbar sein dürfen, dass er Ihnen dieses Leid bringt. Das klingt natürlich schockierend am Anfang, und in irgendeiner Weise möchten wir uns sofort abwenden von so etwas, denn wir sind so sehr geneigt, immer wieder anderen die Schuld zu geben, sogar schon in der Ehe, der Frau die Schuld zu geben oder dem Mann oder den Kindern die Schuld zu geben. Und denken nicht daran, dass wir selbst Verursacher sind. Wenn ich Ihnen in einem großen Rahmen eigentlich hier beginnen darf, und wenn wir etwas betrachten, müssen wir immer aus einem großen Sinnbogen an die Dinge herangehen, und nicht vom Kleinen aus. Denn wenn wir vom Kleinen ausgehen, kommen wir in einen Irrtum. Die Summe aller Teile ergibt niemals das Ganze. Wenn Sie ein Ganzes haben und Sie haben alle Teile, und wenn Sie nachher die Teile zueinander setzen, ergibt es nicht mehr das Ganze. Das ist ein grundsätzliches philosophisches und psychologisches Gesetz. Wenn wir daher auch in der Erfahrung und in der Empirie immer wieder alle Kleinigkeiten zusammensetzen und wir hätten nun wirklich die Summe aller Teile beisammen, würden wir erfahren, dass es nicht mehr das Ganze gibt. Das können Sie an einem kleinen Beispiel am besten erkennen, wenn Sie eine Blume haben, und Sie zerpflücken sie und Sie haben die Teile. Sie können die Blume nicht mehr zusammensetzen. Sie kann nicht mehr zu einem Ganzen werden. Und in dem lebendigen Leben, das uns gegeben ist, können wir das nicht machen. Sie können das vielleicht mit einer Maschine machen. Aber die Maschine ist ja nicht das menschliche Leben. Die Weite unseres Lebens und die Weite der göttlichen Schöpfung hat in sich eine Gesetzmäßigkeit, die wir vielleicht bisher gar nicht berücksichtigt haben. Wir nennen diese Gesetzmäßigkeit Evolution. Aber wir können, wenn wir anthropologisch und ethnologisch die Menschheitsgeschichte betrachten, sagen, es ist in der kurzen Zeit, da die Menschen auf diesem blauen Planeten nun ihre Geschichte begonnen haben, eine rasante Entwicklung geschehen in Bezug auf das menschliche Bewusstsein und auf das menschliche Vermögen. Und insofern erkennen wir, dass doch dem allem der evolutionäre Gedanke zugrunde liegt. Diese Evolution bezieht sich also nicht nur im Großen auf das Menschengeschlecht, auf unsere Erde, sondern bezieht sich wie im Großen, ebenso im Kleinen, auf mein Leben und auf Ihr Leben. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Sie in Bezug auf Ihre Lebensführung
nicht nur darauf bedacht sein müssen, dass sie ein anständiges Leben leben, dass sie ein soziales Leben leben, dass sie sich einfügen in eine Gemeinschaft, dass sie auch an einen anderen Menschen denken sollen. Und alle diese schönen Tugenden, von denen wir sprechen, sondern es bedeutet etwas, das eigentlich zutiefst der Gedanke oder die Idee, die göttliche Idee des Christus ist, dass wir etwas zu opfern haben, dass etwas daran gegeben werden muss. Und dass dieses Opfer irgendwie ein permanentes und immanentes, ein immerwährendes Opfer bedeutet. Dieses Opfer ist ein Absterben von gewissen Wünschen, gewissen Hoffnungen, gewissen Sehnsüchten, die wir haben, von etwas, was wir uns vorgestellt haben, dass wir es an diesem Tage nun furchtbar gern tun würden. Vielleicht abends eine Theatervorstellung sehen oder genau diese Television sehen. Aber sie haben einen Menschen neben sich, der möchte das nicht sehen. Und sie opfern aus der Liebe zu diesem Menschen dieses, was sie gerne tun möchten. So ein kleines Opfer. Sehen Sie, das Geheimnis des Opfers beginnt ja eigentlich mit dem Familienleben. Und weil wir oft gar nicht so sehr opferbereit sind, gibt es ja im Familienleben, schon im Eheleben, so viele Störungen, indem man nun ganz einfach sich und seine Ansprüche und seine Wünsche durchsetzt, also nicht opferbereit ist. Opfer ist etwas, das die Grundgedanken ist, den wir finden und der das Leben Jesu Christi in der verhältnismäßig kurzen Zeit seiner Existenz ausgemacht hat. Worauf dann letzten Endes dieses ganze Leben hinauslief, nämlich in dem Opfer seines Kreuzes Todes. Diese Opferung gewissermaßen als eine rote Linie durch jedes Menschen laufend, ist unterschiedlich, ob sie zum Opfer gezwungen werden. Dann ist es unangenehm, dann jammern sie, dann klagen sie. Dann kommen sie in einen Zustand hinein, wo sie sagen, was bedeutet das ganze Leben, wieso muss ich leiden? Oder ob sie das Leiden freiwillig auf sich nehmen, so wie es Jesus auf sich genommen hat, so dass sie ein Triumphans, Homo Triumphans, ein triumphierender Mensch, der überlegen ist und dem das Leiden dazu dient, seine Menschlichkeit, sein Humanes zu erhöhen und zu einem Leuchten zu bringen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist eine grundsätzliche Gesinnungsfrage. Da die meisten Menschen nicht daran denken, an, dass sie nicht philosophisch denken und dass sie auch in ihrer Religion nicht weiter geschult worden sind. Denn wenn wir unsere Schulzeit zu Ende haben, gut, da geht man halt noch in die Kirche und hört eine schöne Predigt an, aber im Übrigen kümmert man sich ja nicht mehr um ein echtes religiöses Leben. Wir bilden uns im Beruf, den wir haben, unentwegt weiter fort, damit wir uns immer wieder den Neuerungen anpassen. Aber im religiösen und philosophischen Leben denken wir nicht daran. Und das ist dann, kommt dann zur Wirkung, dass wir eines Tages eben den wichtigsten Bezug
in die Inwendigkeit in uns verloren haben. Und da ist es ja eben gerade Jesus Christus gewesen, der in diesem einen großen Postulat ausgedrückt hat, trachte zuerst in die Ausrichtung des Reiches Gottes oder in einem anderen Wort, das Himmelreich ist inwendig in euch. Wobei dieses Himmelreich nicht irgendein fantastisches Gebilde ist oder irgendetwas, wo man sich eine Seligkeit vorstellt, je nachdem, was für Seligkeiten man hat oder wie es manchmal im Islam ist, dass sie sich dann alle möglichen für Liebesfreuden vorstellen oder solche Dinge, sondern das Himmelreich ist die einzige Wirklichkeit und Realität in uns. Während alles andere irgendwo in einer Illusion, in einem träumerischen, schlafenden Bereich liegen. Wenn Sie Ihr Himmelreich nicht gefunden haben, sind Sie nicht wach, sondern dann schlafen Sie. Dann sind Sie in Bezug auf alles, was Sie in Ihrem Leben wollen, nicht wissend, was eigentlich Sie mit Ihrem Leben anfangen können. Und die Folge ist, dass sie nicht in der Lage sind, ihr Leben sinnvoll zu führen. Greifen wir auf den Gedanken, ich komme gleich wieder darauf zurück, auf den Gedanken zurück der Evolution. Die Evolution ist etwas, das der ganzen Welt, auch der Welt der Erscheinung, in der wir leben, denn es ist ja eine Erscheinung, eine Entwicklung zeigt. Entwicklung bedeutet ja eine Aufwickelung. Sie sehen es am besten an einem Samenkorn. In diesem Samenkorn ist bereits der ganze Baum, der aus diesem Samenbaum erwächst, enthalten. Es geht jetzt nur darum, dass sich dieses Samenkorn richtig entwickelt, also aufwickelt. Das ist der Sinn bei einem Menschen der Erziehung. Denn Erziehung heißt ja etymologisch gesehen hinaufziehen. Also es ist, wir müssen sehen, dass wir das Kind, das da ist, nicht auf seinem Bewusstseinszustand lassen oder irgendwie lassen, wie es ist. Wir haben ja solche Fälle, wie beispielsweise bei Kaspar Hauser, den man eingesperrt hat in einen Keller. Und nach 14 Jahren, als er 14 Jahre alt war, hat man ihn herausgeholt. Und da war er in seiner Entwicklung wie ein Tier. Das war fast gerade noch ein menschliches Tier. Das, was also Erziehung bedeutet, bedeutet, wir wollen das Kind hinaufziehen, und zwar nicht nur intellektuell, nicht nur in Sprache und allem, sondern auch in seiner ganzen Seele sind wir verantwortlich, der Lehrer, die Eltern, die Erzieher, um dieses Kind hinaufzuziehen. Das ist der Sinn der Erziehung überhaupt. Aber das hört ja nie auf. Ich bin eines Tages reif geworden. Wir sagen, es ist ein Mensch volljährig geworden, aber das hängt ja nicht genau mit diesem Alter zusammen. Und dann hat er Verantwortung für sich selbst. Und in dem Augenblick geht es darum, dass sie sich weiter erziehen. Und diese Erziehung hört nicht auf, und wenn ich 100 Jahre alt werde, hört diese Selbsterziehung nicht auf. In dieser Selbsterziehung ist latent enthalten die Evolution. Ich kann nicht gleich bleiben, wie ich bin.
Sie können es jetzt natürlich so machen, dass Sie sagen, ich habe jetzt alle bürgerlichen Regeln gefunden. Ja, Sie können sogar vielleicht studiert haben, Psychologie oder Soziologie, und Sie sagen, ich habe alle menschlichen Gesetzmäßigkeiten, ich bin jetzt ein anständiger Mensch, ich kann mich einordnen, ich kenne die Gesellschaftsregeln, die Höflichkeit, also kann ich jetzt ganz ruhig auf dieser Ebene weiterleben. Ich habe auch die notwendigen wirtschaftlichen Grundlagen, es kann mir also praktisch nichts geschehen. Das ist doch das Denken der Sicherheit unserer Gesellschaft. Unsere ganze bisherige Gesellschaft hat auf diesem Sicherheitspostulat basiert. Ich muss diese Sicherheit haben vor mir selbst und vor der Gesellschaft. Dann geht es mir gut und dann kann ich ein Leben leben in Ansehen, in Würde und kann mir diese und jene Genüsse, diese Vergnügungen, diesen Spaß erlauben, ohne dass ich irgendwie Rückschläge habe. Und da sind wir im großen Irrtum. Wenn ich Ihnen das alles sage, möchte ich Ihnen ja auf die Basis des Leidens kommen. Und wenn ich diese Umwege mache, entschuldigen Sie, bis ich genau auf diese Basis komme. Denn wenn Sie so anständig leben, und ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele nennen aus meinem Leben und meiner Praxis mit den Menschen, dann geschieht es, dass dieser anständige Mensch, der sich so gesichert hat, mit einem Mal einen Einbruch erlebt. Krankheit, Todesfälle, Bankrott aus irgendwelchen Gründen vielleicht, wo er gar nicht dran schuld ist oder sonst etwas. Verstehen Sie, wir müssen immer den Unterschied zwischen juristischer Schuld draußen und zwischen einer anderen Schuld sehen. Und mit einem Mal bricht etwas zusammen. Die Folge davon ist, dass solche Menschen manchmal sagen, ich glaube an keine Gerechtigkeit mehr. Ich kann das nicht verstehen. Gott ist nicht gerecht. Dass sie verbittert sind, dass sie resigniert. Da sagt einmal Romano Guardini, der große Theologe aus München, sagte, jeder Mensch kommt irgendwann einmal in seinem Leben zu einer Resignation. Weil er ja immer wieder etwas Ähnliches erfährt, etwas ähnlich Leidvolles erfährt. Und dann kommt es darauf an, nach dieser Resignation, welchen Weg er geht. Da gibt es den einen Weg, das ist derjenige der Verbitterung. Das sind die Menschen, die dann verbittert ihr Alter erleben und sich zurückziehen und von den Menschen nichts mehr wissen wollen. Vielleicht haben sie noch eine Katze, weil sie sagen, das ist noch das Einzige, an das ich glaube. Und der andere Weg ist der Weg der Güte. Und er sagt, zu diesem Weg der Güte gehört als einen Ast der Güte gewissermaßen der Humor. Denn echten Humor hat immer nur ein gütiger Mensch. Und das wäre dann die wunderbare Frucht, das wäre an sich das Geschenk, dass dieser Mensch diesen seinen Einbruch, den er immer wieder erfahren hat, innerlich verarbeitet hat oder, wie es in der Heiligen Schrift heißt, überwunden hat. Da gibt es das schöne Wort der Seligpreisung. Selig sind, die viele Erfahrungen machen und überwinden, denn sie werden zu den Säulen im Tempel meines Vaters werden. Erfahrungen machen und überwinden. Wir sollen uns nicht zurückziehen aus der Welt. Wir wollten ja in diese Welt. Ich wollte in diese Welt und Sie auch. Denn, dass Sie hier sind, das ist ja nicht irgendwie
dass sie hergeblasen sind von irgendwoher aus einem Zufall, sondern es ist ein unbedingter Wille da, dass sie in dieser Zeit, in diesem Raum, zu diesen Menschen, in dieses Volk und zu dieser Familie wollten. Dieser Wille steht dahinter. Auch wenn sie ihn nicht definieren können. Nun ist es so, dass wir noch einmal zurückkommen wollen auf dieses anständige Leben. Dieses anständige Leben, das da einen Einbruch erfährt und das gewissermaßen ungerechten Einbruch erfährt. Warum denn? Ich bin doch so ein anständiger Mensch gewesen. Oder ich habe doch so aufopfernd an dich gedacht und habe dich immer versorgt. Du hast immer Geld genug gehabt. Und warum willst du mich jetzt verlassen? Unbegreiflich. Warum willst du irgendwo anders hin? Das sind alles Dinge, die doch in unserem Leben Tag für Tag vorkommen. Nun will ich Ihnen das erklären. Gewissermaßen an einem Bild, das die griechisch-orthodoxe Kirche hat. Die griechisch-orthodoxe Kirche hat nicht unser Kreuz, also dieses Kreuz, das nur einen Vertikalbalken und einen Horizontalbalken hat, sondern sie hat über dem Horizontalbalken noch einen Querbalken. Sie haben vielleicht schon auf orthodoxen Kirchen das gesehen. Und dieser Querbalken will besagen die Evolution. Gott will, dass unser Leben in die Höhe geht. Dass wir an der Evolution mit beitragen und sie und die ganze Menschheit. Und wenn ich das nicht täglich mit einbeziehe in mein Leben, täglich, vielleicht manchmal stündlich, wenn ich das nicht tue, sondern immer nur gleichmäßig ein anständiges Leben dahin lebe, ein gut bürgerliches Leben in diesem Sinne, dann komme ich eines Tages in jenen Status, der dahin führt, dass eine Kluft entsteht in der Winkelbildung. Sie haben diesen Winkel in der Horizontalbalken und in dem Querbalken. Und dieser Winkel, der da entsteht, ist, dass Sie diesen wieder aufholen müssen. Sie müssen an sich, sollte Ihr Leben bergauf gehen. Aber sie sind nur auf der horizontalen Ebene verblieben. Und dieser Winkel, der sich da bildet, der muss aufgeholt werden. Wenn ich Tag für Tag das nicht vergessen hätte, wenn ich Tag für Tag an die Einheit in mir gedacht hätte, indem ich alles, was ich bin, auf diese Einheit, Jesus Christus, den himmlischen Vater oder das Himmelreich nannte, hin ausgerichtet hätte und daraus sogar mit einer bestimmten Freude ein Opfer gebracht hätte, auf dieses oder jenes verzichtet hätte, ohne zu klagen und zu jammern, jetzt habe ich schon wieder dieses nicht machen dürfen und mit einem Vorwurf an den anderen Menschen hin, sondern aus Freude etwas verzichtet hätte. Wenn ich das getan hätte und das laufend getan hätte, dann bräuchte ich keinen Ausgleich des Winkels. Aber da wir nur anständig in unserem allgemeinen bürgerlichen Sinne ganz horizontal weitergelebt haben, ist eines Tages ein, und zwar an einem ganz bestimmten Winkelpunkt, könnte man sagen, etwas entstanden, das sie niederwirft,
dass sie innerlich erleiden müssen, und zwar in einem etwas längeren Leiden. Und wenn sie einen Unfall haben, wo sie einmal 8 Wochen im Krankenhaus sein müssen oder irgendwie durch eine Zeit einer Einsamkeit und Isolierung hindurchgehen müssen, es ist eine ganz bestimmte, wunderbare Gesetzmäßigkeit, bis sie wieder Anschluss gefunden haben an diese Schrägachse des Kreuzes. Und wenn sie sie erreicht haben, dann könnten sie von vorne beginnen. Und dann würde Jesus Christus bei ihnen stehen und würde sagen, was er jedem gesagt hat, den er von einem Leiden geheilt hat, sündige hinfort nicht mehr. Wobei wir das Wort Sünde doch erkennen wollen, was es eigentlich ist. Denn das Wort Sünde kommt ja von Absonderung. Und diese Absonderung ist ja nicht etwas von irgendwelchen Gesetzen nach außen. Sünde ist ja nicht, dass ich eben eine Fehlleistung getan habe, sondern Sünde ist etwas, was in mir geschieht, als eine Grundgesinnung. Denn in mir und in ihnen ist eine Einheit. Sie können nun sagen, diese Einheit ist die Substanz und das andere, was sie sind, ist die Akzidenz, ist die Hinzufügung, ihr Körper, ihre Kleidung, alles, was sie an Besitz haben, das sind alles Hinzufügungen zu dieser Einheit. Und alles, was sie haben an Besitz, an sich selbst, an Geistesgütern, an Denken und so weiter, ist in einer wunderbaren Klarheit, wenn sie es unentwegt auf diese Einheit hin ausrichten. Wunderbar. Denn dann bedeutet diese Einheit zu gleicher Zeit die Ganzheit. Aber in dem Augenblick, wenn Hinzufügungen kommen, die sie nicht mehr auf die Einheit ausrichten, wenn sie sich also ein Haus bauen, um ein praktisches Beispiel zu sagen, und aus alle möglichen Menschen befragen, soll ich das machen und das, Wirtschaftsberater und so weiter und so weiter. Aber sie befragen nicht ihre innere Einheit, die innerste Gewissheit, dann kann dieses Haus von vornherein eine Sünde sein. Eine Absonderung aus dieser Einheit. Meine Damen und Herren, entweder ist alles sinnvoll oder es ist alles sinnlos. Entweder ist alles auf diese Einheit konzentriert in unserem Leben oder es fällt alles auseinander. Und dadurch ist ja Welt Welt und auch Zustand der Welt, weil die Menschen diese Einheit verloren haben, und die Welt daher anders ist als das, was man das Reich nennt. Denn das Reich ist im Sinne der Heiligen Schrift, im Sinne Jesu Christi, im Sinne auch der Bhagavad Gita und alle der heiligen Schriften, die es sonst gibt, die Einheit und das Ganze. Das ist der Unterschied zwischen Welt und Reich. Nun geht es darum, dass wir in dem Leben der Welt gewissermaßen zuerst einmal aus dem Reich kommen. Denn die Stromrichtung von mir, warum ich Mensch geworden bin, ist, dass ich nicht von unten aus der Welt zu diesem Reich kommen will, denn das ist ja wiederum, dass ich die Teile zusammen füge und glaube, nun in der Zusammenfügung komme ich in das Ganze. Aber das widerspricht ja dem geistigen Gesetz, sondern umgekehrt, dass ich aus dem Ganzen in die Teile komme und
dadurch die Welt um mich in den Griff bekomme. So wie ich meinen Körper aus meinem Geist in den Griff bekomme und wie ich auf diese Weise in der Lage bin, mein Leben zu führen. Das heißt, ich werde nicht getrieben, mal dahin und dorthin wie ein Blatt im Winde, aus diesen Stimmungen und aus jenen, aus dieser Leidenschaft in eine jede andere, sondern mit einem Mal ist eine Ordnung da. Und aus dieser Ordnung heraus werden die Kräfte, die bisher chaotisch waren, ebenfalls in eine Ordnung gebracht und sind mir dienstbar. Und dienstbar sein, denn Mut zum Dienen zu haben, bedeutet Demut. Das ist nämlich Demut etymologisch. Und das bedeutet das, was Jesus Christus von seinem Leben sagte. Ich bin wahrhaft demütig. Ich habe für mein Leben aus diesem Mut des Dienens heraus. Ich glaube, wir sind ein Stückchen näher gekommen an das Leiden und an die Sinnhaftigkeit des Leidens. Das Leiden will mir helfen. Das Leiden ist etwas, das, wenn ich nicht freiwillig in Opfer gehe, wenn ich nicht freiwillig das Unwesentliche, das da ist, abscheide von dem Wesentlichen, dann komme ich früher oder später in das Unwesentliche, in das Unwesen, und dieses Unwesen, das erzeugt Leiden. In einem Staat, wo beispielsweise nur Luxus und Überfluss ist, wird es als eine Selbstverständlichkeit einer Gegenreaktion Terroristen geben, die das Unwesen darstellen. Denn das Unwesentliche wird ja von diesen vielen Menschen gelebt, in ihrem Überfluss, in dem, wo sie nur an sich und ihren Spaß und ihr Vergnügen denken und wo nun andere sind, die nun Katalysatoren für dieses Unwesentliche sind. Und das sehen wir ja in dieser Welt des Überflusses heute überall, in allen Staaten, in jedem Monat auftauchen. Das, worum es also geht, in meinem Leben und in Ihrem Leben. Ich bin ein Stück Welt und Sie sind ein Stück Welt. Und ich bin für diese Welt verantwortlich, genau wie Sie für diese Welt verantwortlich sind. Wir können uns nicht herausreden und sagen, ich bin ein Gott und das andere sind so erbärmliche Menschen. Das können wir ja nicht machen. Sondern wir müssen zuerst einmal das an uns und in uns selbst erkennen. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir zu gleicher Zeit, dass wir das Unwesentliche Tag für Tag tun. Herakleitos, der Irrtum der Seele besteht darin, dass die Seele, unsere Seele, das Wesentliche für unwesentlich und das Unwesentliche für wesentlich hält. Und werden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, denken Sie heute Abend einmal zurück, was haben Sie heute Wesentliches getan und was haben Sie Unwesentliches getan? Dann werden Sie sagen, das kann ich nicht sagen. Mit was soll ich das erkennen? Aber ich kann Ihnen ein Rezept dazu geben. Versuchen Sie es einmal. Ich gebe Ihnen ja nur Impulse. Das,
ist das Unwesentliche, was Sie getan haben, wo Sie in Ihrem Tun, in Gedanken, Worten und Werken nicht auf Ihre innere Einheit hin ausgerichtet waren. Wo Sie irgendwo alles andere getan haben, irgendwo anders hin, in andere Faszinationen hinein, aber darüber diese innere Einheit vergessen haben. Und es gibt ein Wort, das ich für sehr wesentlich halte. Das hat einmal Ramana Maharshi, der indische Philosoph, gesprochen. Er sagte, Gott vergessen bedeutet den Tod, sich Gottes zu erinnern bedeutet Leben. Und das gilt nicht im Großen, dass Sie sagen, ich bete einmal zu Mittag vor der Suppe oder abends ich schlafen gehe, sondern das bedeutet, dass ich eigentlich Gott immer nicht vergesse. Dass er der ist, der immer in irgendeiner Weise bei mir ist. Und ich mag nichts tun, ohne dass du nicht dabei bist. Hilf mir, dass ich das, was ich tue, nun wirklich sinnvoll tue. Ich weiß, dass ich aus mir selbst, aus dem, was ich bin, in meinem Wesen, nichts zu Wege bringe. Denn da verliere ich mich immer wieder in das Unwesentliche. Da rede ich und rede und schwätze über diese und jene Menschen. Oder ich tue, denke an irgendeinen Spaß, Vergnügen und an irgendeinen Urlaub. Und in Wirklichkeit ist ja das alles unwesentlich. Sie sind ein anständiger Mensch, bestimmt. Sie verstoßen ja gegen kein Gesetz, gegen kein staatliches und bürgerliches Gesetz. Und trotzdem, Sie haben so viel Unwesen an einem Tag erzeugt, dass die Summe dieses Unwesens Sie gar nicht überschauen können. Und darum auch das Gespräch, das wir miteinander führen, das ich mit meiner Frau führe oder mit meinen Kindern, dass dieses Gespräch nicht nur irgendetwas ist, damit gerade geredet wird, sondern dass es etwas ist, wo wir doch nicht vergessen dürfen, dass wir dankbar sein sollen für das, was wir haben. Auch für unser Leben, das wir haben. Dass wir einen Leib haben dürfen, dass wir da sein dürfen. Und dass wir etwas tun dürfen, was sinnvoll ist. Immer wieder, unbekannt neu, jeden Tag, von dem wir nie wissen, wie er wird. Und dass wir von Augenblick zu Augenblick wach sind. Verstehen Sie, wach da sind, wo wir sind und nirgends anders. Nicht in der Zukunft und nicht im Vergangenen. Denn das Himmelreich, das die eine Wirklichkeit ist, und der Augenblick, wo Sie hier leben, das sind die beiden Wirklichkeitspunkte, die es in unserem Leben gibt. Und nicht in Ihren Träumereien in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Dieser Augenblick ist entscheidend und wesentlich. Hier liegen also die Punkte, die Gegenwartspunkte, die in dem Ablauf unserer Zeit aus dem Vergangenen in die Zukunft hinein die Zukunft gestalten. Nicht der schlechte Aspekt, der im Oktober oder November ist, gestaltet die Zukunft. Nicht ihr Horoskop, das dieses oder jenes für ihre Zukunft sagt, gestaltet ihre Zukunft, sondern ihre jeweiliges Wachsein. Das gestaltet ihre Zukunft. Wenn sie diesen Augenblick nützen, dann sind die verschiedenen Augenblicke ihres Lebens zusammengereiht in einer wunderbaren Weise eine glückliche Zukunft gestalten. Und das geistige Leben
Das ist auf das Du bezogen. Ich und Du. Ich und die Menschen, die mir begegnen. Man spricht heute von sozialem Leben. Aber es ist ganz einfach das Ich und das Du. Und es ist auch das höchste Du, das Du zu Gott. Darum sagte Jesus in diesem wunderbaren Satz, wo die Jünger nicht wussten, was eigentlich los ist: Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was du bist. Aber das kommt dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses nur ganz Dasein, das ist das Wesentliche und Entscheidende. Wenn Sie ein Leben leben, wo Sie nicht da sind und wo Sie immer nur geträumt haben, werden Sie von einem Leiden heimgeholt. Im Leiden, wenn Sie einen Schmerz haben, sogar wenn Sie nur einen Zahnschmerz haben, denken Sie an gar nichts anderes wie an diesen Zahnschmerz. So stört er Sie. Mit einem Mal sind Sie ganz auf eines bezogen, verstehen Sie? Wenn Sie in Ihrem Leben jeweils so gegenwärtig wären wie bei diesem Zahnschmerz, das wäre wunderbar. Aber dieser Schmerz, dieses Leiden, das ist es, das Sie ganz in die Gegenwart zwingt. Denn Sie möchten nichts wie diesen Schmerz so rasch wie möglich loswerden. Aber Sie vergessen dabei, dass irgendwie dieser Schmerz, auch dieser körperliche Schmerz, Ihnen dadurch entstanden ist, dass Sie einmal nicht so gegenwärtig waren, wie Sie hätten sein sollen. Oder, anders ausgedrückt, dass Sie manchmal sehr lieblos waren. Denn der andere Mensch hat neben Ihnen gelebt und Sie haben ihn gar nicht beachtet. Doch selbstverständlich, ich bin verheiratet. Und das ist meine Frau und die muss doch bei mir sein. Die ist doch verpflichtet, nach dem Gesetz bei mir zu sein. Und sie ist noch zu anderen Dingen verpflichtet. So etwa. Und so behandeln wir doch unsere Mitmenschen. Und vergessen ganz, dass dieser andere Mensch eigentlich erwartet, dass wir für ihn da sind. Und wenn wir sagen, nun, ich habe jetzt keine Zeit, aber dann will ich doch heute Abend Sie mal mir eine Viertelstunde Zeit nehmen und will ganz für dich da sein. Vergessen Sie doch das nie an einem Tage. Ganz für dich da sein und bitte sei du auch für mich da. Und wenn Sie das tun, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass diese Ehe nie Schiffbruch leidet. Aber sie leidet Schiffbruch, weil man ganz einfach irgendwo anders war und träumt, und sich, wie ich Ihnen vorhin sagte, wie mit so vielen anderen Dingen ganz einfach sicher ist des anderen. Und in dieser Sicherheit geht alles zum Teufel. Es gibt nämlich keine Sicherheit, ob Sie es glauben wollen oder nicht. Jede Sicherheit und jede Versicherung ist etwas ganz, ganz Fragwürdiges. Zumeist werden Sie dann von einem Unheil getroffen, wo Sie sich nicht versichert haben. Das Problem also des Leidens ist, dass wir irgendwie doch aus Unachtsamkeit, aus Lieblosigkeit nun in ein Leiden gekommen sind. Und dass die Lieblosigkeit, die ich nicht nach draußen gelebt habe, ich war vielleicht ein hervorragender Techniker, ein hervorragender Chemiker oder auf irgendeinem Gebiet habe ich etwas Hervorragendes geleistet, aber ich war vollständig hilflos und lieblos dem nächsten Menschen gegenüber. Das gibt es. Wir haben sehr oft
wie wir sagen, genialische Menschen, die Hervorragendes leisten, die aber von einer Liebesaffäre in die andere kommen und letztendlich todunglückliche Menschen sind. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass es eine geistige Sphäre gibt, und in der Heiligen Schrift oder auch in der Kirche nennt man diese geistige Sphäre die Heilsgeschichte, und dass es eine irdische Sphäre gibt, und diese Sphäre nennen wir die historische Geschichte. Und die historische Geschichte von mir und Ihnen, von uns, die klafft oft in Bezug auf die geistige Geschichte auseinander. Es ist keine Entsprechung da, kein Korrelat. Und dann spüren Sie in sich das, was Goethe sagte, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen. Sie sind selbst ein unglücklicher Mensch. Und da projizieren Sie natürlich dieses ihr inneres Unglück auch auf Ihre Umwelt hinaus. Denn keiner lebt sein Leben allein und trägt es auch nicht allein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass wir sehen müssen, dass Heilsgeschichte und historische Geschichte in einer Entsprechung sind. Bei Jesus Christus war es der Fall. Als er in den Tempel ging und er sah die Händler, was hat er gemacht? Er hat sie angesprochen, geht doch hinaus. Ihr habt doch da nichts verloren. Sie gingen nicht hinaus und dann nahm er die Peitsche und trieb sie hinaus. Dasselbe geschieht ja in unserer Seele. In der Seele sind Gedanken, die gar nicht in die Seele gehören. Zweckmäßige Gedanken. Gedanken, die hässlich sind, wo sie andere Menschen beiseite haben möchten. Und die gehören doch nicht hinein. Und darum müssen wir sehen, dass wir sie hinaustreiben. Sehen Sie, das ist eine Entsprechung der Heilsgeschichte zu der historischen Geschichte. Wenn Sie Ihr Leben sehen, die verschiedenen Lebensphasen und Schicksale, die Sie erlitten haben, auch die leidvollen, und Sie würden die Entsprechung in Ihrer Heilsgeschichte erkennen, dann würde Ihnen die Schuppen von den Augen fallen. Und Sie würden erkennen, welch wunderbaren Sinn hat dieses Leiden gehabt, durch das ich hindurchgegangen bin. Und wie dankbar bin ich, dass ich dieses Leiden erleiden durfte. Mit einem Mal gibt es eine ganz andere Perspektive zum Leiden. Und da gab es einen alten Chinesen und er sagte, wer sein Nichtwissen für Wissen hält, der leidet. Und der Chinese, wie auch der heutige, die östliche Philosophie sagt, dass all das Wissen, das wir hier ansammeln, einschichtig im Kausalen, und nicht verbinden können mit den anderen Bewusstseinsebenen in uns, mit dem Spirituellen, mit dem Religiösen und so weiter, dass das ein Nichtwissen ist. Denn dieses Wissen kann uns nicht befreien, nicht erlösen und nicht in unsere Ganzheit, unserer Menschlichkeit bringen. Und die Folge davon ist, dass wir leiden. Wer sein Nichtwissen für Wissen hält, und das sind doch heute eine ganze Menge Menschen, die wissenschaftsgläubig sind. Aber wie gesagt, nichts gegen die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist richtig für diese Ebene. Nur dürfen Sie von ihr nicht die Ganzheit verlangen, die sie ganz einfach nicht geben kann, und nicht die Einheit. Wer also dieses für Wissen hält, der leidet. Und dann heißt es,
Wer an seinem Leiden leidet, wird befreit vom Leiden. Wenn wir jetzt nun schon in das Leiden gekommen sind, dann hat es keinen Zweck, dass Sie hergehen und sofort zur Apotheke rennen, nur damit Sie rasch diese Beschwerde losbekommen. Sondern, oder dass Sie sehen, irgendeinen Arzt zu finden, der wie ein Wunderarzt wirkt, nicht wahr? Darum werden ja die Ärzte dann da und dort empfohlen. Ja, der kann dir sehr schnell dieses Leiden wegnehmen. Sondern da ist es das Erste, dass wir zu dem inneren Arzt gehen. Das heißt es bei Jesajas, ich bin der Herr, dein Arzt. Und diesen Arzt fragen, wo ist denn das Leiden entstanden? Und wo bin ich an diesem Leiden selbst schuld? Und wenn ich nun das Leiden auf mich nehme und es durchleide, dann habe ich nach diesem Leiden eine höhere Gesundheit gefunden. Ehe Sie krank geworden sind und nachdem Sie krank waren, Sie haben nachher eine höhere Gesundheit gefunden. Eine Gesundheit, die den ganzen Menschen ausmacht, nicht nur den Körper. Der Körper ist ja nur der letzte Reflex von etwas, was in ihnen eigentlich krank ist. Es ist ja, wie wir es ja heute sogar in der Medizin wissen, in der Thematik der Psychosomatik, wir haben ja psychosomatische Sanatorien, wo nachgeforscht wird, wo ist im Seelischen etwas durcheinander gekommen. Und darum können wir erst, wenn wir die Ursache finden des Leidens, dafür sorgen, dass dieses Leiden, wie man es auch ausdrückt, als metaphysischer Punkt vollständig verschwindet. Es ist etwas so wie jener 10 Jünger, der, wenn er die Wahrheit finden will, nun etwas tun muss, was für ihn Opfer und Opfer ist. Denn der Meister, der 10 Meister, verlangt von ihm, säge Holz, säge Holz, säge Holz. Und er will doch etwas großartig Geistiges wissen. Aber er sagt, wenn er wiederkommt, der Jünger, und sagt, sage mir doch, wie die Wahrheit ist. Säge weiter Holz, säge so lange Holz. Und eines Tages kommt er und er sagt, ich habe es. Da braucht es ihm der Meister nicht zu sagen. Denn die Wahrheit ist in ihm aufgegangen. Er hat genügend durchlitten. Er hat genügend verzichtet in einem ganz einfachen Tun und ist dadurch zur Wahrheit gekommen. Wir machen es ja mit unserem Intellekt genau umgekehrt. Wir sammeln Wissen und Wissen und Wissen und Wissen an und meinen, je gescheiter und gescheiter wir sind, umso mehr können wir dem anderen und uns selbst helfen. In Wirklichkeit ist es doch auf dem menschlichen Gebiet, nicht auf dem Gebiet der Technik oder sonst etwas, aber auf dem humanen Gebiet genau umgekehrt. Je einfacher, je einfältiger wir sind, und so heißt es doch auch in der Heiligen Schrift, den Toren habe ich es gegeben und den Gelehrten habe ich es vorenthalten. Das ist es, nicht unser Kopfdenken, nicht unsere Ratio hier, kann eine Lösung finden, sondern der Geist, der uns entgegenwartet. Und er wartet, bis wir so einfach geworden sind wie ein Kind. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen. Das eben ist doch der Weg. Wenn wir dieses erkennen und erfahren, in dem Augenblick wandelt sich etwas. Denn in dem Augenblick wissen wir, dass die Evolution vor allen Dingen unsere eigene Inwendigkeit angeht und dass alles Geistige einfach ist und klar und harmonisch. Alles Geistige ist wie der Sonnenstrahl, der alle Spektralfarben in sich hat. Aber in dem Augenblick, wie wir in die Welt kommen, scheint dieser Sonnenstrahl durch das Prisma hindurch und teilt die Spektralfarben. Und nun hängen sie sich an Rot und sie an Gelb und sie an Blau und jeder sagt, ich habe die Wahrheit und du hast sie nicht. Und sie sagen, ich habe die Wahrheit. Und so schlagen wir uns die Schädel gegenseitig ein, wie es immer noch geschieht und auch heute wieder geschieht in unserer historischen Geschichte. Würden Sie emporgehen, dorthin, wo wir in der Einheit sind, über das Prisma hinweg, dann würden Sie sehen, dass wir alle zueinander gehören und den einen großen weißen Strahl ausmachen. Leiden also ist etwas, das wir brauchen und das die Evolution braucht und das sogar die göttliche Liebe braucht. Denn Gott ist herniedergestiegen in Jesus Christus und hat das Leiden der Menschen auf sich genommen. Und er hat in ihm uns gezeigt, was das Leiden eigentlich bedeutet. Wir haben im kosmologischen Bereich, denn zu der Zeit Jesu Christi war das Denken ein kosmologisches. Das, was wir heute nur so am Rand noch betreiben, Kosmologie und Astrologie, war damals ein allgemeines Denken. Und da hat man dem Jesus Christus das Zeichen Fische, Pisces, gegeben. Die Katholiken von Ihnen wissen, dass auf den Weihwasserbecken noch das Zeichen Fische ist. Und das oft darunter steht, in hoc sinno vinces, in diesem Zeichen mögest du siegen. Das Zeichen Fische bedeutet an sich das Zeichen des Opfers und des Leidens und der Einsamkeit und der Verlassenheit. Aber es bedeutet zu gleicher Zeit das Abschütteln des Unwesentlichen und das Aufsteigen in das Wesentliche. Der Beherrscher des Zeichens Fische, der Jupiter, ist das große Glück. Und das erscheint uns anfangs wie ein Widerspruch. Und doch ist es so, wenn wir durchlitten haben, sind wir auf eine ganz neue, höhere Ebene gekommen. Denn wir dürfen das eine nicht vergessen, das Leben besteht ja nicht darum, dass wir äußerlich geordnete Situationen haben, die in irgendeiner Weise sich harmonisieren, sondern es besteht darin, dass Lebensgefühle eine ganz entscheidende Rolle spielen. Lebensgefühle sind es, von denen so sehr viel abhängt. Ein Lebensgefühl können Sie mit Ihrer Ratio nicht verändern. Sie können sagen, wie Sie in Ihrem Volk sagen, ich bin reduziert, aber
Sie können dieses Reduziertsein nicht ohne weiteres verändern. Sie müssen warten, bis dieser Zustand überwunden ist durch irgendetwas auch in Ihnen. Darum ist es so, dass auch ein Leiden nicht ohne weiteres abgeschüttelt werden kann. Und dass es vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist, ein Leiden abzuschütteln, sondern dass wir das, was Leiden ist, erkennen auf der anderen Seite. Denn sehen Sie, so wie auf einer Achse das Gute ist und auf der anderen Seite das Böse. Und so wie wir in der Welt der Erscheinungen überall die Gegensatzpaare haben, so ist, wenn Sie Ihr Leiden durchleiden, auf der anderen Seite eine wunderbare Lichtigkeit, die Ihnen zuteil wird und die Ihnen helfen kann zu etwas, was wir ja eigentlich im letzten Leiden Jesu Christi erfahren, nämlich in der Glorie der Auferstehung. Ich möchte sagen, jedes Leiden birgt in sich so etwas wie einen Tod. Und wenn Sie in den tiefsten Kulminationspunkt des Leidens gekommen sind und ihn durchlebt und überwunden haben, da geschieht Ihnen mit einem Mal etwas wie eine Auferstehung. Wenn Sie einmal in ein Krankenhaus gehen und vielleicht waren einige schon bei Ihnen in einem Krankenhaus tätig, wo Sie schwer Leidende, oft sogar Krebsleidende haben, wenn Sie an die letzten Tage Ihrer Existenz kommen, kann es sein, dass Sie mit einem Mal in einer wunderbaren Weise erlichtert sind. Ich habe diesbezüglich Erfahrungen gemacht, wo mich gerade Sterbende angesprochen haben. Hören Sie denn nicht diese wunderbare Musik? Und sehen Sie nicht diese Herrlichkeit um mich herum. Und das ist der Durchbruch bei einem jeden Leiden. Seien wir uns doch ehrlich, unsere Existenz, in der wir sind, ist doch ein winziger Zeitabschnitt dessen, was wir unsere Ewigkeit nennen. Und ihr Leben, das da ist, als ewiges Leben, das Leben, das keine Geburt und keinen Tod kennt, ihr unsterbliches Leben, ist doch das Entscheidende. Während dieses Existente, da wo sie aus ihrem Leben existere, hinein herausgestanden sind, aus ihrem Leben in diese Existenz, da gibt es doch nur eine einzige Möglichkeit, unsere existenten Zeitpunkte in ein Korrelat und in eine Entsprechung zu unserem ewigen Leben zu bringen. Und so wie Sie das vergessen, verlieren Sie doch die Orientierung im Zeitlichen und Räumlichen. In dem Augenblick suchen Sie doch überall herum, und die Menschen schaffen sich dann hunderte und tausende Spezialisten und können doch nicht dahin finden, wo ihre einzige Lösung und Erlösung liegt. Warum nennen wir denn den Christus den Erlöser? Weil er in jedem von uns die höchste Bewusstseinswelle darstellt. Die höchste Möglichkeit, nicht nur symbolisiert, sondern effektiv praktisch ist. Und indem er uns zur Verfügung steht, mitten in unserem realen Leben. Das ist es doch. Dass die Dinge,
von denen Sie sagen, ach, was hat's denn da Gott oder sonst mit mir zu tun? Das sind doch ganz einfache Dinge, die muss ich doch allein erledigen. Nein, er ist da in den einfachsten Dingen, die Sie zu erledigen haben. Und Sie können da, wo Sie glauben, dass Sie ganz sicher wären, und Sie könnten es hundertprozentig richtig machen, können Sie erfahren, dass Sie einen ganz wesentlichen Fehler in diesem Augenblick tun. Nun kommt es natürlich noch auf etwas an, dass ich schließlich bei der Betrachtung des Leidens nicht ganz außer Acht lassen darf. Und das ist, dass das Leiden, das da ist, auch von anderen erlitten wird. Und dass ich, wenn ich einen leidenden Menschen vor mich habe, ich nicht sagen darf, ja nun, du bist ja selbst dran schuld, wie so manche Geisteswissenschaftler es tun, das ist ja dein Karma. Sondern, dass wir ganz einfach Liebe zu ihm haben, dass wir ihm helfen, dass wir ihm einen Anstoß geben sollen in seine innerste Inwendigkeit und dass wir dadurch, dass wir mit ihm leiden, dass wir ihn verstehen in seiner Not, uns selbst helfen, aus unserem Leiden zu kommen. Denn das Wichtigste ist ja, dass Sie die kleine Egozentrizität, Ihren kleinen egozentrischen Kreis, den Sie um sich gespannt haben, immer einmal wieder durchbrechen. Und dass Sie das auflösen, was hier in einer verkrampften Weise immer wieder auf dieses Ego konzentriert ist. Wie ein Hund, der mit einer Kette an einen Laternenpfahl gekettet ist. Wenn er läuft, läuft er immer nur um den Laternenpfahl herum. So läuft der Mensch immer um sein kleines Ich herum. Und solange sie nur um ihr kleines Ich herumlaufen, kommen sie aus dem Leiden nicht heraus. Wenn sie ihr Ich nicht in irgendeiner Weise verändert haben, wenn sie es nicht ausgerichtet haben auf das Gottesreich, kommen sie nicht heraus aus ihrem Leiden. Und das eben ist es, was sie zu erfahren haben. Herauszukommen aus ihrem Leiden und frei zu werden, nicht dadurch, dass sie nun durch alle möglichen äußeren Mittel versuchen, das Leiden zu kupieren, wie man in der Medizin sagt, dass man eine Grippe oder sonst etwas kupiert, dass sie möglichst kurz ist, sondern dass sie ihn durch Leiden in jenes, und nun kommt etwas Paradoxes, in jenes Entzücken kommen, wo sie mit einmal ihnen etwas Höheres auftun. Das ist ein Wort, das Sri Aurobindo einmal ausgesprochen hat. Und darin liegt eine wunderbare Wahrheit. Deren Mensch, der durchleitet, dem öffnet sich mit einmal ein Horizont, ein innerer Horizont. Und er wird emporgehoben, denken Sie an das, was ich Ihnen anfangs sagte, in jene Winkelbildung, in jene schräge Kreuzachse des orthodoxen Kreuzes, wo die Evolution nun wieder erfüllt ist. So kommen wir aus diesem Leidvollen, aus diesem, was bedrückend ist, in eine ganz andere Sicht des Leidens. Und wir kommen dazu, dass wir sagen, ich bin dankbar, dass ich habe leiden dürfen. Wir kommen auch in jenes Paradoxon, von dem einmal Meister Eckhart sagte,
Ich will bei Gott nicht sündigen. Aber wenn ich einmal gesündigt habe, möchte ich bei Gott nicht, dass ich nicht gesündigt hätte. Denn dadurch, dass ich in der Folge die Gnade erfahren darf, nach der Sünde, ist mir dadurch erst bewusst geworden, das, was ich eigentlich bin. Und ich habe mich selbst in all meinen geistigen Möglichkeiten und Potenzen kennengelernt und habe dadurch auch zu meiner eigentlichen inneren menschlichen Freiheit gefunden.